Selbst die Kuhweide hat Glasfaser. Da ist ja der Punkt jetzt, Chat. Das ist ja jetzt der Punkt, was wir jetzt abchecken werden. Die Kuhweide hat Glasfaser, wir aber nicht. Und wir wollen wissen, was das ist. In Ludwigslust. Wer kommt daher? Wer ist aus Ludwigslust? Glasfaser auf Kuhweide in Ludwigslust. Parchim. Wo ist das denn, Alter? Safe Ostdeutschland. Mecklenburg-Vorpommern muss im Osten sein. Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was die da feiern. Ey, für diejenigen auf YouTube hier, checkt gerne die anderen Folgen ab. Da war schon ganz heißer Scheiß bei. Aber wir machen weiter. Gerne Kommentare auch auf YouTube da lassen für den Algorithmus auf süß. Ladies, wir gehen rein. Der Landkreis Ludwigslust. Passt das? Der Landkreis Ludwigslust Parchim setzt auf Hochgeschwindigkeit. Hier auf dem platten Land werden Leerrohre verlegt für das superschnelle Glasfasernetz. Bis in die letzte Ecke, etwa in Zabel. Wie es aussieht, haben die hier auch das Glasfaserkabel entlang einer Kuhweide gelegt, bis hinten zu einem Heulager. Diese Scheune da hinten ist ein reines Heulager, schätzungsweise 300 Meter, einfach in die Walachei verlegt. Ja, natürlich, denn es gab ja Fördergelder und das nicht zu knapp, schreibt der Landkreis. Grundsätzlich ist der Rahmen der Maßnahme und die Förderung durch Bundes- und Landesprogramme geregelt, die eine hundertprozentige Übernahme der förderfähigen Kosten beinhalten. Ja, wenn Bund und Land alles zahlen, dann kann der Landkreis... Also Chat, ich geb's zu, ich hab's angeordnet. Nächstes Jahr dickes Streamer-Event hier in der Scheune. Dafür brauche ich gutes Internet, Glasfaser, damit wir hier ein Fußballturnier machen können. Die Tore habe ich schon anbringen lassen, Parkplätze sind genug vorhanden. Ich heb den Finger, ich war das, Chat. Streaming-Event, ihr könnt schon Tickets holen, ne, wenn ihr Bock drauf habt. Ist auch Leerrohre in die Leere legen. Fördergelder sind Steuergelder. Würde ich mal so sagen. Also es ist ja nicht einfach hergezaubertes Geld und von daher bezahlen wir das alles. Aber dafür bekommen ja alle etwas. So auch im Hagenower Ortsteil Scharbow. Hier wurde sogar ein ganzer Kilometer frisch verlegt entlang dieses Feldwegs bis, ja, bis hierhin. Dort wohnen da ist ja gar nichts. Klar, dass die auch einen Anschlusskasten brauchen. Die Endstation. Klar. Ey, Mäuschen, hast du WhatsApp? Meld dich mal bei mir. An fehlendem Empfang kannst du ja nicht liegen. Klar, dass die auch einen Anschlusskasten brauchen. Die Endstation, Anschluss Kuhweide Scharbow Nord, am Glasfaseranschluss für die Kühe. Das hat nicht jeder, dass die Ochsen hier Internet haben. Ein echter Kuh-Working Space eben. Stell dir mal vor, Chat, du bist mal wieder ordentlich eine Runde Fortnite am Ballern. Schön im Squad-Modus, Fortnite ein paar Runden ballern. Da holen dich einfach die beiden Kühe, ne? Einfach, weil die Glasfaser haben, besseres Internet. Und du stehst zu Hause mit deinem versifften, mit deinem 16K-Modem. Und die ziehen die über den Acker, ne? Verlierst auch mal gegen zwei Kühe. Einfach, weil die Glasfaser haben. Und danach fresst du den Rasen weg hier. Dafür sind die geschätzt rund 50.000 bis 60.000 Euro, die diese Strecke gekostet hat, gut angelegt. Und das ist ja so für... Du darfst ja da auch nicht mal bauen, oder, Chat? Du wirst ja hier nie bauen dürfen. Dann ist ja alles Feld. Und ein Bauer wird das nicht abgeben. Hier werden nie Häuser stehen. Nie. Nie werden hier Häuser stehen. Und hier werden Wohnsiedlungen hochgezogen. Die haben nicht mal gescheites Internet, Alter. Und hier ist... Bruder, nicht mal eine Straße, Alter. Einfach so ein Pillermann-Feldweg. Hier, wenn das regnet, kannst du ja auch nicht lang. Diese Strecke gekostet hat die gut ziehen über Acker im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja so für... Die Rinder hier. Ja, genau. Wahnsinn. Damit die selber den Schlachter bestellen können. Anscheinend brauchen die Kühe gutes Internet. Vielleicht soll da demnächst mal irgendwie ein Livestream erfolgen, dass rund um die Uhr da die Kühe gefilmt werden. Ich weiß es nicht. Man weiß ja nie, was hier nochmal hinkommt. Kühe auch mittlerweile unsympathisch, ne? Ich glaube, die wollen auch einfach nur die Subs abgrasen. Abgrasen. Auch wieder ein Gag. Kühe sind auch einfach nur geldgeile Viecher geworden. Ich weiß es nicht, Chat. Die war mal entspannter so. Die Milka-Kuh, ne? Mit ihren lilanen Flecken da. Die Kühe von heute, alle geldgeil. Geldgeile Kühe. Auf der Scharbower Kuhweide möchte man sich alle digitalen Möglichkeiten offen halten. Ein späterer Bedarf auch an dieser Stelle ist nicht ausgeschlossen. Wenn die Rinder später mal ihren QR-Code laden wollen, dann ist hier schon alles picobello vorbereitet. Anders als bei Herrn Westphal zu Hause. Das kann ich hier im Internet prüfen.
Bitte. Auf der Seite des Versorgers. Bitte, kein Internet. Gebe meine Postleitzahl ein, Straße und Hausnummer. Und im Ergebnis kommt, Ihre Adresse befindet sich nicht in der aktuellen Förderung. Warum soll man auch einen Glasfaseranschluss bekommen, nur weil ein Leerrohr vor der Tür verlegt wurde? Das ist dasselbe, wenn ich sage, ich baue Schienen, aber es fährt kein Zug. Es fährt kein Zug, doch die Schienen liegen schon. Nie wird da gebaut, nie! Nie wird hier gebaut, Chat, nie! Eure Enkelkinder! Selbst die werden hier nie Häuser sehen. Und die hier, Chat, die wird euch schön im 1 gegen 1 wird die euch holen in Fortnite. Mit der Banane wird die euch holen, Chat. Merkt euch, weil die einen besseren Ping hat. Hier ist da sogar ein Wassergraben, Alter. Die macht alle kalt, da braucht ihr gar nicht rangehen, Chat. Wenn ihr Latino-Cow 117, heißt sie ja, glaube ich, wenn ihr die seht gegenüber, könnt ihr Controller weglegen, habt ihr keine Chance. Die hat den Ping der Pings, da macht ihr gar nichts. Ich kann das nachvollziehen. Hätte ich auch gemacht. Internet wichtig für Kühe. Boah. 60.000 hat das gekostet, alter Chat. 60.000. Würden wir mit 60.000 machen. Das wären entspannte 5 Minuten in die AFC. Startschuss hat mir gefallen, Chat. Wir machen weiter. Worauf habt ihr Bock? Habt ihr jetzt erst Bock auf den Denkmalschutz in Poppenbüttel? Kenn ich nicht. Oder auf den Familienausflug mit gelben Säcken? Poppenbüttel seid ihr. Was denn los? Mach fertig. Überraschung! Frau Steffen und Herr Zahn haben einen Brief von der Stadt Hamburg bekommen. Oh oh. Und viele andere Menschen in Poppenbüttel auch. Von nun an ist ihr Haus nämlich ein gesetzlich geschütztes Denkmal. Wichtig. Wo ist Poppenbüttel, Chat? Wie kannst du Poppenbüttel nicht kennen? Da haben Kühe Internet. Wir waren wie geplättet. Es bedeutet damit, dass wir nicht mehr Herr im eigenen Hause sind, weil man für jede Kleinigkeit einen Antrag stellen muss, der mit Kosten und Aufwand verbunden ist. Der Außenanstrich, irgendwo hier Schornsteinreparaturen, Türen, Innenleben, es muss alles bei der Behörde beantragt werden. Der Laie sieht es vielleicht nicht, aber das Denkmalschutzamt hat jetzt festgestellt, dass alle Häuser der Siedlung Hamburgbau ein wertvolles Beispiel moderner Baukultur der 70er Jahre in Hamburg sind. Häuser mit Substanz. Es ist eine Jaffa-Kiste, 0815 Häuser. Die sind von außen verblendet worden. Von innen sind es meistens Rigipswände. Und wenn man einen Nagel in die Wand haut, der fliegt sofort wieder raus. Bereits kurze Zeit nach unserem Einzug wuchsen Pilze aus unseren Fensterrahmen, mussten saniert werden. Und das unter Denkmalschutz zu stellen, ist doch ein Witz. Aber nein. Es ist ein Ensemble, an dessen Erhalt ein öffentliches Interesse besteht. Ach ja, auch die Gebäudeversicherung freut sich über den Denkmalschutz. Wir wurden von der Feuerkasse her angeschrieben, dass wir im Denkmalschutz sind. Und da ist unsere Versicherungsprämie um 200 Euro gestiegen. Jaha, mit dem Denkmalschutz verändert sich das Leben der Bewohner nachhaltig. Mir hat mein... Ach, du Scheiße, Alter. Ja, vergiss. Digga, ich würde die Häuser direkt verkaufen für teuer. Ja, darfst du doch nicht mal wahrscheinlich. Du bist ja dann auch nur geduldet in der Bude. Darfst ja nichts machen, darfst ja nicht abgeben. Gehört ja wahrscheinlich dann noch dem Landkreis da oder so, die Buden. Wegen Denkmal. So was gibt's halt auch wirklich nur in Deutschland. Ja, aber wie kommen die denn da drauf? Was für, das ist, was war das? Ein Beispiel für Baukunst oder sowas. Willst du dich verarschen oder was? Wenn ich bei mir hier in Zweckler Busch gehe, da hinten raus, da ist auch so eine Siedlung, die sieht auch so aus. Da denke ich mir, ja, Häuser sehen ganz chillig aus, aber jetzt nichts Berauschendes. Wo ist denn mal? Den Denkmalschutz will ich gar nicht haben. Ich mache eigenen Denkmalschutz. Mir hat meine Maklerin, nachdem das unter Denkmalschutz gestellt wurde, gesagt, dass das also mindestens 100.000 Euro weniger wert ist. Ja, es ist doch auch schön, wenn andere bei der was Einrichtung was ist das denn für eine Aktion? Eine Dame vom Denkmalschutzamt war hier. Und wir haben gefragt, ob wir diese Tür gegen eine Glastür, Ganzglastür tauschen können. Sie hat gesagt, so einfach ist das nicht. Sie müssen einen Antrag stellen. Stellt euch mal vor, Chat, ihr kauft euch ein Haus. Ihr habt da jahrelang drauf gespart, ihr habt da drauf hingearbeitet. Das ist euer Lebenstraum. Ein Eigenheim. Ihr kauft die Bude. Ihr wisst, wir müssen hier noch ein bisschen renovieren, aber gerade man kann schon einziehen, man kann hier wohnen. Aber wir werden Step by Step alles so auf den aktuellen Stand bringen. Türen austauschen, Fenster, alles, Boden, Decke, Step by Step. Aber man kann hier wohnen. Nach 2 Jahren kriegt ihr einen Brief rein. Nee, ist Denkmalschutz hier jetzt. Ne? Sie wohnen in einem Denkmal. Erstmal kostet jetzt 100.000 weniger, wie sie da bezahlt haben. Und hier drin machen dürfen sie auch nicht mehr, was sie wollen. Bro, ich würde ausrasten. Und dann hast du noch die Frau vor dir stehen, die dir das voller Überzeugung sagt.
die überhaupt nicht weiß, was abgeht. Wärmepumpe auch noch rein, alles rein. Junge, ich würde maximal ausrasten, ne? Einfach machen, nicht fragen. Und dann wie viel Strafe. Machen tatsächlich viele, Alter. Habe ich hier nebenan auch ein Paradebeispiel gehabt. Ich durfte einen Baum hier jahrelang nicht wegmachen. Obwohl der... Jeder Wind hätte den zum Fallen gebracht und der wäre bei mir genau reingefallen. Am Ende ist der trotz Fällung bei mir reingefallen. Nee, das ist ein schöner Baum. Der darf nicht weg. Und der nebenan hat den einfach weggemacht und die Strafe bezahlt, ne? So läuft das hier. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Du hältst dich hier an Regeln und bist einfach gebumst, ne? Ganz dünnes Eis, wenn ich da wohnen würde. Ey, du musst ja das mal, ey, du haust da, was weiß ich nicht, das waren ja ältere Menschen, ne? Die haben ihr Leben lang dafür mal locht, kaufen sich da was in so einem schönen, der Ort sieht da hier schön aus von oben alles, ne, auch mit ein paar Bäumskis hier drin und so. Und dann kriegst du da einfach einen Zettel rein und irgendjemand entscheidet da willkürlich, ja, das ist aber immer, das ist eine Baukunst, wo sie hier drin wohnen. Da können sie aber jetzt, 100.000 kostet weniger und hier drin wird auch nicht mehr gemacht, was sie wollen. Bist du mir her in deinem eigenen Haus, Alter, was ist das denn? Aber dafür kommt bei allen 221 unter Denkmalschutz gestellten Häusern jetzt vielleicht öfter Besuch. Und wo eben natürlich zusätzlich der Kamm schwillt, ist, dass jederzeit das Denkmalschutz das Recht hat, in die Wohnung zu kommen und zu kontrollieren. Was? Ob man sich in so einer denkmalgeschützten Siedlung so einfach versammeln darf? Komm mal, nur alte Recht Menschen! Mit Antrag. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Ja, so nicht. Jetzt tauscht die aus. Glaubt ihr, das würde auch so sein? Würden da auch welche mit... Wenn hier so eine Motorradgang wäre, Alter. Stell dir vor, da ist eine Siedlung, wo einfach eine Motorradgang wohnt, Chat. Glaubt ihr, die hätten auch solche Zettel gekriegt? Ihr wohnt im Denkmalschutz. Egal, wo du dein Moped parkst, Junge. Du wohnst im Denkmalschutz. Ich will jetzt bei dir in die Bude rein. Einfach Altersvorsorge genommen. Ey, das ist ja nochmal die eine Sache, dass das als Denkmalschutz gewährt und du da drin nicht machen kannst, was du willst. Aber dass die einfach unangekündigt jederzeit bei dir in die Wohnung rein dürfen, das ist ja wohl die Oberhärte, Alter. Ist ja wohl die absolute Oberhärte. Und da wären wir wieder bei dem Punkt. Eigentlich gekauft wie gesehen. Und ich habe das so gesehen, als es noch kein Denkmalschutz war. Nach welchen Kriterien wird denn da so ein Denkmal zum Denkmal erklärt? Das ist ja komplett willkürlich gewesen. Wegen, was stand hier? Wo war das hier? Ein wertvolles Beispiel moderner Baukultur der 1970er Jahre in Hamburg. Das hier. Bro, wenn ich bei mir nach Rennfort fahre, da sieht jede zweite Bude so aus. Ist das auch Denkmal jetzt? Was ist denn hier ein Denkmal, Junge? Einer von der Stadt wollte bestimmt die Bude kaufen, war zu teuer, Denkmalschutz reingekalt, zack, gespart. An mich würde hier gar nichts mehr wundern, ne, Alter? Das kann's, also das ist... Ich versuche mich ja immer in die Lage der Leute reinzuversetzen. Ey, du kaufst dir die Bude... Alles ist entspannt. Du weißt, ey, hier werde ich meine letzten Tage meines Lebens entspannt verbringen können. Und dann hast du auf einmal irgendeinen Zettel, Alter, nach 2 Jahren im Briefkasten drin, wo du dir denkst, ey, jetzt endlich, ich kümmere mich nur noch um mich jetzt. Und dann hast du den Zettel da drin und sagst, ja, ist Denkmal, du darfst hier gar nichts mehr machen, ne? Dann entscheidet einer in einem Büro, der noch nie dort war. 1000%ig. 1000%ig. Einfach fassungslos. Was stand denn hier noch? Was? Hier. Ensemble, an dessen Erhalt ein öffentliches Interesse besteht. Was denn für ein öffentliches Interesse? Was glaubst du denn, wer da drin wohnt, dass die auf einmal sagen, ey, ich wohne hier in so einem Mehrfamilienhaus, ich habe jetzt Bock, das nach 2 Jahren abzureißen. Das bleibt da so oder so erhalten. Oder ist die Öffentlichkeit, gehen die hier durch die Wohnung die ganze Zeit durch, wie so ein Einkaufscenter. Da weißt du sowieso keiner, wie da drinnen aussieht. Das wird so gefühlt wie so ein Museum. Was machst du heute? Ja, da in Hamburg sind ein paar Häuser, die sind Denkmalschutz. Da können wir heute, von der Schule können wir da rein. Museum haben wir kein Geld, aber da ist öffentlich, da können wir reingehen. Der Schreibfehler bei Hamburg triggert mich. Ach, Hamburg. Oder vielleicht war auch Fehler. Vielleicht war in dem Ort Hamburg, Chat. Vielleicht gilt das für Hamburg, gar nicht für Hamburg. Da würde ich vielleicht mal dran gehen. Darf da dann auch hier, die von dem Dingsamt hier, haben die doch gerade gesagt. Die von dem Denkmalschutz, die Leute dürfen jederzeit unangekündigt da rein. Ich denke halt, scheint, wenn du andere Fenster reinbaust, dass da eine Massendemo aufbricht, weil öffentliches Interesse besteht. Würdest du versuchen, gegen sowas zu klagen, dann bist du ja eh am Dings. Bist du ja eh am kürzeren Hebel. Was willst du denn da machen? Du bist ja nicht mal alleine beteiligt. Und hier ist halt, das musst du halt, guck mal, wer hier steht. Das sind alles alte Menschen. Na, hier jetzt no disrespect, aber ihr wisst, was ich meine. Hier stehen alles ältere Menschen. Viele davon haben auch einfach Angst. Mit Gericht und keine Ahnung was. Die haben die Energie dafür auch gar nicht mehr. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, stellt euch mal vor, glaubt ihr, der Zettel würde existieren? So in der Masse, wenn hier andere Leute stehen würden. Die sage ich jetzt mal, weiß ich ja nicht, vielleicht auf dem Motorrad unterwegs sind oder sowas, weißt du? Imagine, da wohnt eine heiße Flamme dann direkt bei als Denkmal, Heini bewerben und dann jeden Tag besuchen. Wieso willst du hier anfangen? Ja, da wohnt eine Flamme vor mir. Da kann ich da immer umsonst rein, weißt du?
Da brauche ich nicht klingeln, ich kriege einen Schlüssel. Die will mir keinen Schlüssel geben, aber ich kriege ja dann hier einen. Deswegen möchte ich hier anfangen. Ich will nur ein Haus für Schlüssel. Die Engelwerde muss ja nicht mal Dings, da muss ja nicht mal hier, was weiß ich, wie die da alle heißen. Aber das reicht ja generell so. Gibt da so Biker einfach. Müssen ja nicht mal die Clubs sein, die man so kennt. Oder Typen so mit solchen Paketen, weißt du? Das würde mich mal interessieren. Ob das dann auch so wäre. Die werden die Energie dafür auch nicht mehr haben, ne? Die lachen darüber so, aber das ist ja also. Da falle ich vom Glauben ab, ehrlich. Also das toppt für mich nochmal die Mietsache in München. Tatsächlich. Finde ich noch extremer. Ich würde nur noch nackt rumlaufen, wenn die Vögel vorbei. Da hast du wahrscheinlich dort sexuelle Belästigung oder was. Am Denkmal. Slivo ist da? Ist der da? Moment. Ich check mal kurz ab. Also ich falle hier vom Glauben ab, Chat. Weiß nicht, was das ist. Ich hole mal kurz Slivo runter.